Oh, er kommt wieder. Sehr schön. Ja, wichs mir die Base weg. Stell dich doch mal oben hin und reparier. Alter. Oh, diese KI in dem Spiel. Hasse sie überall sein. Warum hat er den Turm nicht repariert? Da, wo er gestanden hat, war nicht mal dieses Zeug. Da hätte er ohne Probleme machen können. Cool, ich habe gar kein Gold mehr. Weg mit dir. Das war knapp. Er kommt immer noch auf die Türme. Mann. Lame mich zu mit deiner Scheiße. Ah, schön. Dass man das schon merkt, dass der da mittendrin ist. Habe ich jetzt überhaupt noch ein... Ah, ich habe noch einen Arbeiter. Geil. So, mal gucken, ob wir damit wenigstens die mal tot kriegen. Nö. Ja, den kann ich gar nicht reparieren, weil da dieses Zeug drauf ist. Und der Arbeiter sich dann weigert, meine Befehle auszuführen. Hallo? Keine Gnade, keine Gnade. So. Gucken, ob Aleria ein bisschen was retten kann hier. Ah, es kommt da. Yay, Katapulte. Was ganz Tolles. Ich hätte gerne, kannst du ruhig voll kacken mit deiner Scheiße. Ist mir relativ egal. Ich habe schon keine Ahnung, was da auf dem Map jetzt Einheiten sind, was fliegende Augendinger sind. Er hat schon wieder total viel hier stehen. Also habe ich wahrscheinlich wieder nicht viel Zeit, bis er wieder kommt. Da kommt er schon wieder an der linken Seite. Ich will doch nur mal Mana sammeln, damit ich da ein bisschen Druck machen kann, vielleicht. So, da kommt wieder ein Rudel Oger. An der Seite muss ich reparieren. Schieß doch nicht auf den Grunzer. Der macht doch nichts. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt seine KI irgendwie so gebuggt, dass er mit den Todesrittern aufhört. Weil im Moment sehe ich nicht, dass er damit rausrücken will. Da muss ich gucken, dass ich irgendwie meine Einheiten einigermaßen geheilt kriege. Wenn ich geheilt bin, gehe ich hier hin, baue hier Türme. Nur als Sicherheit. So, ich brauche noch ein paar Peons. Das kann ich jetzt nicht ändern, dass ich Arbeiter brauche. Auch wenn ich es gerne würde.
aber ohne Arbeiter geht ja nicht viel. Ich brauche nämlich auch ein bisschen Holz. Das sollte ich vielleicht da oben abbauen. Katapulte, Todesritterschienen da rum. Gut, jetzt wollte ich gerade Slow auf ihn machen. Aber wenn er den Slow nicht abbekommen möchte, speichere mal hier. Und dann muss ich was probieren. Gucken, ob ich den Peon darüber kriege. Das ist meine einzige Chance, die ich habe, hier noch zu gewinnen. Ja, das war super. Jetzt mal auf Turaion 10 Millionen Damage kassieren. Geht hier rüber, schnell. Ich brauche das Gold. Das dürfen die mir nicht klauen. Ihr kommt hier nicht raus. Probiert's gar nicht erst. Hallo? Ich hab gesagt, du sollst den da oben killen. Ja, dann lass ihn halt. Ich hoffe, es bleibt so, wie es jetzt ist, weil jetzt läuft es gerade ganz in Ordnung. Jetzt kommt hier hinten nochmal was. Da muss ich wahrscheinlich irgendwas machen, um zu helfen. Ja, das hat gereicht, immerhin. Solange die Todesritter nicht mehr rauskommen, kann ich die Mission schaffen. Aber nur solange das nicht passiert. Was will er hier? Geh weg. So, du musst jetzt mal Katka heilen. Ach, das Ding solltest du vielleicht mal kaputt machen. Wenn du eh schon hier lang kommst. So. Heal ihn um 11 HP. 12. Hast du tatsächlich noch einen Mana-Punkt dazu bekommen in der Zeit? So, dann haben wir hier noch 29.000 Gold, an dem wir uns später bereichern können. Meine Fresse, ist das eine räudige Mission. Obwohl die am Anfang so einfach aussah. Jetzt wird sie total schwierig. Klappt das? Komm, wie das eine. Ja, das eine. Ja. Das andere kriegst du nämlich dann auch so. Weil ansonsten kann ich, wenn zwei Katapulte da sind, nicht noch einen angeschlagenen Helden rausschicken. Sonst zernudeln die den mit einem Schuss. Das wäre scheiße. Warum drücke ich mal J? Ich will Hold Position mit H. Oh, er baut keine Peons mehr. Ich habe ihn besiegt. Glaube ich. Der hier oben ist rot, der braucht Heal. Epic Heal Micro. Einfach mal mit drei Einheiten alles hochgeheilt lasse und kaputt mache. Ich bin so pro. Das hat ja eigentlich nicht viel mit Pro zu tun, aber manchmal finde ich, mache ich schon ganz gute Sachen. Ist zwar eher die Seltenheit, weil ich denke mal, sonst hätte ich mit der Kampagne nicht so eine Probleme. Aber ab und an, ja, ab und an, da mache ich mal was.
Du sollst mal hier Tower healen. Du stirbst vorher. Ich kann dich nicht mehr slowen. So. Der Tower hier. Und dann haben wir den noch, den wir heilen müssen. Es läuft. Ich glaube, die Mission können wir noch retten. Hier unten ist zwar noch diese riesige Goldmine. Was will er mit denen? Da ist jetzt die Frage, können wir hier unten Türme hinbauen, wenn wir das dann überhaupt wollen würden? Würde gehen. Also sonst krallt er sich hier unten noch mehr Gold, das wäre auch kacke. Irgendwie muss ich das so schaffen, dass Katka einmal volles Mana kriegt und dann hier mal reinrotzen kann. Beziehungsweise erst mit denen hier wegmacht. Aber das finde ich jetzt schon ganz in Ordnung, dass die KI hier so ein bisschen adaptiert, weil der sammelt ja jetzt seine Einheiten hier, um hier anzugreifen und nicht mehr hier oben. Das ist schon gar nicht so schlecht. Ich meine, es bringt ihm jetzt nicht mehr viel, weil jetzt hat er im Prinzip alles verkackt, was er hatte. Ja, leg dich in die andere Leiche rein. Sehr schön. Was war das denn? Wie hat er mich da jetzt getroffen? Ah. Okay, das war uncool. So, jetzt sind wir ungefähr 2 Minuten zurück, glaube ich. Und der hat halt noch so viel Gold und hat dann nochmal mehr Gold. Ach, ich habe da auch noch ein Peon, sehr schön. Dann bleibt man da stehen. So, jetzt kommen wieder die Teile. Das Ding fährt auch gleich noch los, oder? Nee. Kommt jetzt echt nur mit einem Katapult. Ja, komm halt nur mit einem. Mir egal. Das macht ja für mich leichter, wenn du nur mit einem kommst. Ja, wenn er eben auch nur mit einem gekommen wäre, dann wäre doch der Katka gar nicht verreckt. So, 30 Mana warten. Also Katka, geh mal runter, mach das Ding kaputt. Diesmal lasse ich bitte nicht snipen. Ah, diesmal trifft er nicht. Piu, piu, piu. Ganz langsam schießt er. Oh, Tural mal wieder im grünen Bereich. Seit langem. Sehr nett. Der stirbt jetzt auch gleich? Nee. Er wartet noch. Das hat sich schon geupgradet, das eine. Ich finde übrigens hier, dass die Orks bei dem Upgrade einen Vorteil haben. Es kostet halt 1500 Gold, 300 Holz. Bei den Menschen kostet es 2400 Gold. Und Gold hat man im Prinzip meistens weniger als Holz. Also man hat mehr Holz zur Verfügung und braucht es für das Upgrade sogar im Prinzip nur ein kleines bisschen Holz. Das macht es nicht so wirklich fair. Also wenn er hier unten so weitermacht, kann ich ihn das hier auch outminen lassen. Das sind zwar nochmal fast 100 Ogre, die ich da mehr abwerten muss. Was dann eigentlich, dass die Mission wieder total in die Länge zieht. Aber... das habe ich knapp gesetzt. Hör auf! Reicht. Ein bisschen Mana kannst du ruhig behalten. Es sind 100 Ogre mehr, die ich abwehren muss. Das ist eigentlich eine ganze Menge. Und zieht das wieder in die Länge. Aber dann kann ich mir sicher sein, dass ich nicht an irgendwie noch Verlust mache. Wenn ich hier Türme baue, kann sein,